Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike und wir spielen World Domination von Evil Genius 2. Mit Ivan, hoher Schwierigkeitsgrad, das Übliche. So, wir wollten beim letzten Mal wollten wir eine neue Sidequest starten. Ich würde gerne La Corazon de Luchador wollte ich starten. Das ist der blaue Heilige. Der Ausbau deiner Aktivitäten im Saber-Gebiet hat dazu geführt, dass ein neuer Gegner in den Ring steigt, um dich herauszufordern. Der blaue Heilige, ein Luchador und Saboteur. Lass dich nicht von der Anwesenheit des Blauen Heiligen abschrecken, wie üblich. Du hast Geschäfte im Saber-Gebiet zu erledigen. Geh ihnen mit äußerster Entschlossenheit und Hinterlist nach. Gedal, mein Freund. Es kommt euch jeden Tag vor, dass man einem Krieger des Rings begegnet. Wollen Sie ein Autogramm von mir? Ich benötige von niemandem ein Autogramm. Und gar nicht von jemandem, der sich der Blaue Heilige nennt. Es ist nur ein Name. Aber der Name, den man wählt, ist wichtiger als der Name, mit dem man geboren wurde. Verstehe, Sie arbeiten also für die gerechten Mächte. Ich vermute mal, dass Sie hier sind, um mich zu stoppen. Sie, ich werde hier alles hochgehen lassen, aber ich werde auch etwas tun, was auch niemand versucht hat. Ich werde Sie für sich selbst retten. Ja, das haben schon mehr Leute gemeint. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin unverbesserlich hier. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was rauskommt. 3 PR-Manager. Passt schon hier. Wegschieb noch das Mikro hier. Das Notmikro, wenn alles schief geht. Der Luchador. So, hier. Der blaue Heilige ist hier. Ich könnte den natürlich euch auch direkt ein bisschen anpieksen. Wir gehen mal hier rein. 1, 2 Gebiete noch. Okay, es sind 3 Gebiete. Das Problem ist, der steht mir im Weg. Machen wir die mal weg. Ich würde jetzt ungern direkt ihn hier holen, wenn ich ihn wahrscheinlich dann umhauen muss. Nach dem dritten Mal herausfordern. Befürchte ich mal. Aber bis dato hat das ganz gut funktioniert mit der Defense. Also ich glaube, das klappt auch bis zum Spielende fast so gut wie jetzt. Auch wenn ich dann nochmal stark meine Prioritäten verändern muss. Also am Ende bauen wir kaum noch Forscher. Die kann ich fast auf Null stellen. Die, ja... Ein bisschen, damit sie Forschung, also nicht Forschung, damit sie Berichte generieren. Das war's eigentlich dann, so grob und ganzen. Techniker brauchen wir nach wie vor, Ingenieure können wir ziemlich loswerden. Das heißt, damit machen wir auf die Schnelle mal 30, 40 Leute frei. Ja. Gegen Ende brauchen wir die Diener nicht mehr. Statt 30 könnte man da auf, weiß nicht, 10 gehen. Oder 15, dann nur noch auf Wachen gehen. Also wir spielen hier jetzt einen militärisch angehauchten Charakter. Ich soll vielleicht ein bisschen beschleunigen, dann geht's schneller. Ja, das wäre schon nicht schlecht, glaube ich. So, 3 Leute sind weggeflogen. Noch 2 Sachen hier. Ja. Jetzt fühlt sich ganz gut. Überraschend, dass die Wissenschaftler länger brauchen, wie erwartet. 6 und 8 macht 14. Okay, ich habe noch einen Forscher dann bei mir drinnen, glaube ich. Bin guter Dinge. So, wir ärgern ihn ein bisschen. Vielleicht springt er jetzt weg. Offenbar ist er da recht dran, drauf und dran, uns drüben zu bleiben. Abbrechen. Oder ich sage, ist mir egal. Ich mache das trotzdem. Mir fehlen Wissenschaftler, die unbedingt ausgebildet werden müssen. Das kann ein bisschen dauern. Oh, cool, ich kann gegenspionieren. Super. Ganz großes Kino. Hier nochmal. Gegenspionage. Alles gut. Ja. Ich würde sagen, wir werden dann hier, sobald die Wissenschaftler bereitstehen, werden wir auch hier reingehen. Also, warum nicht? Wie sieht es mit der Ausbildung der Wissenschaftler aus? Hier, die sind hier 3. Werden hier gerade ausgebildet. Nicht mehr. Oh, ich habe kaum noch Personal, sehe ich. Achso, hier drüben auch nochmal. 3, 6, 9, alle 10 werden ausgebildet. Es geht dennoch sehr schnell, als wenn ein Ausbilder beistehen würde, auch wenn gar keiner da ist, weil ich eben das U-Boot habe. Ups, Verzeihung, ich bin aufs Mikro gestoßen. So, die forschen hier auch noch PR-Leute aus, eben, oder bilden sie aus für die Gegenspionage, das passt. Ah doch, hier kommt ein Biologe, der weiter trainiert. Oh, das geht richtig schnell, wenn da jemand dran steht, der weiterhilft. Ja, egal was jetzt passiert, ich werde hier
Bestätigen. Okay, er ist nicht mehr da. Er ist nach Mexiko gehüpft. Nach Mexiko. Ja, Kollege. Unbeschäftigt. Testet neue Sprengstoffe im Labor. Der blaue Heilige. Er ist ein bisschen so mein Angstgegner neben Agent X, weil er eben ähnlich wie Agent X auch hier wirklich sich durchverpuffen kann. Vom Eingang bis, weiß ich nicht, wo wir halt rein ins Dungeon. Habe ich jetzt mit diesen schließenden Türen ganz gut gemacht. Die kommen da nicht so einfach durch, aber ja. Mal schauen, mal schauen. Ich bin da guter Dinge. Come on, come on. 15 von 15. Besiegt die blauen Heiligen im Unterschlupf. Der blaue Heilige ist in deinen Unterschlupf angekommen, um dich herauszufordern. Wirf ihn aus dem Ring, bevor er einen K.O.-Schlag landen kann. Kann er nicht. Wie soll er mich denn K.O. setzen? Da kommt er nicht mal an mich ran. Nicht mal ansatzweise. Bis hier ist doch noch nie wo einer Gang gekommen, abgesehen von Agent X, der hat geschummelt, weil er einfach reinspringen kann. Als einziger. Wer ist das denn hier? Superagent John Steele? Ja, der kommt auch nicht allzu weit, würde ich sagen. Ja, die werden denen ein bisschen eine reinhauen. Piu, 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 piu. Okay. Frostangriffe werden auch ausgeteilt. Er wird immer geblockt. Super. War jetzt nicht so wild, ne? War echt nicht wild. Das Personal anheuern. So, hier noch ein Gegenspion reinsetzen. Perfekt. Auch wieder erledigt. So, das war mal der eine. Wo ist der nächste? Ja, ich glaube, sie werde ich demnächst loswerden. Also wenn hier die Plätze voll werden von den Schergen. Es stört mich, wenn die vorne immer rumläuft. Das war nicht gemeint, aber für meine Spielweise komplett ungeeignet. Wenn ich jetzt einen hier auf Umbringen definieren würde, oder auf Einkerkern, dann geht sie hin, läuft hin, haut drauf. Und löst sofort einen Alarm aus bei den gegnerischen Agenten. Das kann ich echt nicht brauchen eigentlich. Ja, hätte ich jetzt lauter Leute, die nur so auf Ablenkung aus sind, dann macht das Sinn. Also dann mache ich das mit Einsperren und damit sein muss. Oh, er hat sogar ein bisschen Könne verloren. Ja, Kollege, auch mit dir geht die Wand zu. Das funktioniert so nicht. Kompetenz ist super, ein Fuhrzeugagent wird Ablenkung widerstehen. So, und damit er hier dann was zu spielen hat, sag ich mal Windschritt, der bringt uns dann hier hin. Pack. Und wir warten, dass die Tür aufgeht und dann, wenn er Psychkontakt hat, müsste er sofort den Angriff einleiten können, entsteht er im Tötungsgebiet. Fermi! Du bleibst hier stehen, bitte. Ja, das ist das, was gemein ist bei ihm. Wo ist denn der Typ? Wo ist der Bomber? Ach, Leute. Ich habe ihn verloren. Er ist so schnell weggeeiert. Hier stehen ein paar. Das kann aber nicht sein. Er wird nicht zurück. Da ist er. Wie, das ist not possible? Oh, er hat eine Bombe gelegt. Verdammt, 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 verdammt. Kann ich das... Kann ich den Sprengsatz entschärfen? Nein, kann ich nicht. Sprengsatz entschärfen geht auch nicht. Ah, wo ist denn der? Ein paar Leute brennen. Hier ist die Tür zu. Mann, der wird aber auch nicht unsichtbar. Er wird auch nicht sichtbar. Das war nicht Hubert. Hier hin. Eli, hier hin. Okay, er müsste versuchen umzuhauen. Flammi. Und er muss auch hier hin. Okay, er sitzt gerade hier am Tisch. Das nächste, was in Luft aufgeht. Egal, es wird ein wieder aufgebaut und sein muss. Oh, ich verstehe. Das habe ich nicht eingestellt, dass die hier wieder aufgebaut werden. Okay,
Das war so ja nicht gedacht. Okay, ich verstehe. Ja, mein tolles Mausmarker kommt wieder zum Einsatz. Weil ich nicht dachte, dass hier jemand reinkommt. Ganz ehrlich gesagt. Er muss ihn doch sehen hier. Ah, komm, wo ist sie denn? I'm listening. Coming. Do ja. Hilda never No. I'm too old for this. Old for this. Was? Oh, jetzt hat sie ihn. Okay, jetzt hat sie ihn. Jetzt könnte es sich ausgehen. Jetzt müssen sie abschießen. Okay. Können und das ist weg. Was? Du hast den Lisa getroffen und besiegt. Es wäre aber töricht zu glauben, dass er damit bereits endgültig besiegt wäre. Darum mag ich ihn nicht. Das ist genau, wer sich durch diese Fall durchschummeln kann. La Corazon del abgeschlossen. Nun, Senor Heiliger, glauben Sie trotzdem, dass ich noch zu retten bin? Aber natürlich, ich war ein Technico im Ring. Wenn ich gegen einen Rudo antreten musste, gab der sich nie kampflos geschlagen. Ich kann versichern, dass es hier sich nicht um einen Ring handelt. Lucha Libre klingt für mich eher wie ein Getränk mit einem Schirmchen drin. Für mich auch. Ein Rudo sagte mir selbst, dass ich niemals sein Herz ändern würde. Aber im nächsten Jahr kämpften wir als Brüder um die Meisterschaft. Ich denke nur, dass er das aufgefasst hat. Ist ja geil, der Jalapeno-Granaten. Das will ich auch. Warum haben das meine Schergen nicht? Jalapeno-Granaten. Sie haben so viele Hindernisse zwischen sich und dem Licht errichtet, Piero. Keine Sorge, ich werde sie alle entfernen. Meinst du? Der blaue Heilige ist für eine zweite Runde zurückgekehrt. Dieses Mal solltest du in die Offensive gehen, um den Kampf vorzeitig zu beenden und damit auch die Bedrohung, die er darstellt. Der blaue Heilige gibt sich wieder die Ehre. Wollen Sie mir immer noch den rechten Weg weisen? Das ist meine Mission. Dafür kämpfe ich mit jedem Schlag und jeder Sprengladung. Oh, wenn Sie wirklich glauben, mich ändern zu können, dann sind Sie mit Abstand der arroganteste meiner zahlreichen Gegner. Der Blick. Mein robustes Selbstvertrauen macht mich zum König des Rings. Meine Tugend aus meinem alten Leben, die mir in dieser neuen Karriere gute Dienste leistet. Sobald ich hier alles weggesprengt habe, werden Sie eine ganz neue Perspektive haben. Und wissen Sie, was Sie dann sehen werden? Na los, mein Freund. Das Licht. Ja klar. Du wirst den blauen Heiligen ärgern, indem du die Masken seiner fünf engsten Gefährten stehst. Los Hermos del Ring. Find ihre Identitäten heraus und schlage zu. Okay, das machen wir doch. Forschen, sage ich, forschen. Ja, wir kriegen das hin. PR-Manager. Ja, Leute, ich kriege hier gleich die Krise. Wo brennt es denn schon wieder? Hier unten. Was, hier? Immer noch? Ja, weil das Ding hier... Weil auch keiner meiner Leute so intelligent ist und das wegnehmen würde. Nee, wo kommen wir denn da hin? Ja, mach das weg hier, die Granate hier, Bombe, was immer das ist. Ja, jetzt war das letzte Mal, was zerstört wurde. So. Ja, meine Schergen waren irgendwie auch nicht mehr so ganz brauchbar vorhin. Keine Ahnung warum. War einfach so. So, was haben wir denn hier? Hier unten ist Australien noch offen. Und Peer-Manager mit ferne Argwohn. Passt. Alles gut. Alle Gebiete wieder gesichert. Und hier müsste eigentlich alles wieder runtergehen. 75 in Asien. Ja, weil hier Australien noch nicht da ist, oder? Ah, jetzt geht's runter. Alles andere auf 0. Prima. Lauter Stufe 3 Türme. Das ist gut. Fehlen noch Stufe 4 Türme. Das wäre dann nochmal doppelt so viel Geld wie von den Dreiern. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was 500 Argwohn-Pläne bei 150 Missionen knapp, 73 globale Pläne und 47 gesamt abgeschlossene Pläne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alles auf Gegenspionage. Also wir forschen hier wieder. Wie viele Leute forschen denn gerade? Klick. Dreimal, also drei Forscher sind drauf gerade. Wie erforscht das denn? Wissenschaftler? Ja, okay, da habe ich nicht so viele. 10 Stück. Alles wird gut, alles wird gut. Ich habe Glück gehabt, dass sie
die Sprengladung, dass sie das nicht angezündet hat, dass sie ins Auge gehen können. Also wenn ich es jetzt RP-technisch sehe und den hier auf jeden Fall reparieren. Ich muss mir das überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich könnte hier natürlich dann noch so einen Tisch hinstellen. Und hier machen wir dann wirklich die starken Kämpfer noch hin irgendwo. Also oben haben wir ja schon welche. So, das wären 8. 16. Also 50 habe ich dann. 16. 5, 6 brauche ich oben. 15, 21. Und 8 macht 29. 29, 8, 37. 37, 46. Ich habe aber dann die normalen auch noch. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall noch ein paar andere. Hier nochmal 2 rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir werden eine ganze Menge Leute bekommen hier. So, du hast den blauen Heiligen, willst du ärgern, den du Masken seiner 5 engsten Gefährten stiehlst. Okay. Demaskiere Gefährten auf der Karte. Hier hätte ich gerne auch nochmal Auftragskiller und ebenfalls Auftragskiller drinnen. Denn die werden stark reduziert werden dann, die Söldner. Das ist eine super Idee gewesen, das hier reinzubauen. Sehe ich schon, das war großartig. Ich finde das prima. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Wen sollen wir denn hier ärgern? Hier sind doch ein paar Leute. Hier ist mal einer, den wir demaskieren können. Das machen wir doch. Hier ist einer, den wir demaskieren können. 14 Diener, so viel habe ich doch nicht, oder? Ich könnte 20 haben, aber die sind gerade belegt. In Amerika ist auch einer, den könnten wir auf jeden Fall auch mal einen Besuch abstatten. Ach, Defensor, wenn ich den jetzt trigger, dann wird er mit einer Verstärkung kommen. Das ist nicht so optimal. Auf jeden Fall brauche ich erst das hier. Das ist wichtig. Erst die anderen Gebiete und dann erst das letzte Gebiet, wo er steht. Nicht, dass er mitten drin kommt, dann heißt es ja, hau ihn um und dann ist er minutenlang nicht da. Das will ich gerne verhindern. Das wäre jetzt nicht so optimal. Ja. Mal schauen, was passiert. Wenn die hier durch sind, dann müsste ich ja mehr Diener ausbilden können. Aber erst bei 37 Schergen wegschicken. Jetzt sind 7 Leute hier unterwegs. Dann werden noch Leute ausgebildet. Ist nicht so einfach hier. Hier gleich ein paar Arbeiter dazu kaufen. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut. Noch ein Diener, wenn es geht. Bevor ich was anderes mache, den hier gleich. Come on, einen Diener schaffst du. Also die sind ja schneller ausgebildet als die PR-Leute. Das muss ja eigentlich problemlos gehen. Der wird durchgeboxt und der hier, brauchen wir 8 Diener, kriegen wir auch irgendwie hin. Hier nochmal ein paar Leute nachkaufen. Also wir bilden aus und schicken raus, bilden aus, schicken raus, permanent. Wir haben hier keine großartige Möglichkeit, die irgendwie zu befrieden und hier mit ruhiger Kugel runterzuspielen. Das gibt's nicht. Ausgebildet, weggeschickt, haben noch niemals den zweiten Level des Eisbergs gesehen. Direkt ausgebildet, weggeschickt. Okay, dritte Ebene. So. Kenne Boss nicht mal, noch nie gesehen, den Typ unten. Ja. 17 Wächter. Das ist natürlich... Machen wir einfach. Oder machen wir nicht? Hier bräuchte ich nur Diener. Aber Diener brauche ich unten zum Ablenken. Wir machen das hier mit dem. Ja, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Jetzt brauchen wir hier 42 Leute warten auf Abholung. So, der eine Maske des Schattens wird entfernt. Maske der Ehre... Dann werden die gleich mal hinstapfen, die sind ja alle in der Umgebung. Alle Kassen, auch die Nassen, nehmen wir auch gleich mit. Und Charlie Bliss wird auch mitgenommen. Das ging schnell. Hier mal eine Gegenspionage, wenn es geht. Das hat eine Menge Leute gekostet. Gleich wieder ein paar Leute anwerben, damit die eben gleich wieder nachrücken können. Bei den normalen Gegenspionage-Quests ist es nicht so schlimm, es sind 3 Leute pro Land, aber hier haben wir halt richtig viele. Es sind fast 20 Leute, die hier 17 Söldner in dem Fall, die uns weg sind. Come on, jetzt wird's. Ah ja, den brauche ich sowieso noch da oben, sehe ich gerade. Ich muss alle demaskieren. Jetzt kann ich mir den eigentlich antun. Das wäre jetzt nicht mehr so schlimm. Jetzt könnte ich mir das antun.
Denn jetzt ist so das letzte Gebiet. Ich nehme an, dass Jan sowieso angreift. Also, ist egal. Dann kann ich das gleich drauf anlegen. Sehr geil. Der Manager, alles gut. Was fehlt noch? Einmal der hier. Ein paar Söldner, ein paar Techniker, ein paar Diener. Nochmal nachkaufen. Quick. So, die werden hier gleich ausgebildet. Sollten eigentlich, wenn sie Waffe geholt haben, sofort hier runtergehen, weiter ausbilden, zurückgehen, eine neue Waffe holen. Aber das Unscharf, das gebe ich immer noch an. Dieser Außenbereich hier. Dass es unscharf ist. Ich war mir sicher, das war scharf früher. Ich meine, ich kann mich irren, aber ich denke, das war nicht unscharf. So. Ich wähle hier kaum Leute aus. Warum nicht? Ich habe ja allgemein noch relativ viele stehen. Hier unten steht kein Mensch mehr. Kein einziger. Das ist schlecht. Ich habe kaum noch Diener hier. Alles frei. Task complete. Locke den blauen Heiligen an. Gut, das kann ich jetzt natürlich direkt machen. Oh. Entferne Argwohn. Alles gut. Den möchte ich anlocken. Danke. Schön. So, das Gebiet wurde frei. Das Gebiet wurde auch frei. Hier kann ich noch nichts gegen spinieren. Wie erwartet ist der blaue Heilige aufgekreuzt, um die Masken von Los Hermos zurückzuholen. Bis hier gehen. Wir arbeiten an einer Lösung. Täuschungsverbote sind alle noch unterwegs. Das habe ich gemeint beim letzten Mal. Kampfverbote kann ich hier senden. Das passt. Das heißt, uns fehlt hier noch der Wissensscherge. Das ist ja spannend. Wichtig ist halt, dass die Täuschung und dass die Kampfgeschichte immer schön durchlaufend vorhanden ist. Wenigstens einmal. Zweimal ist besser, weil wenn eins ausfällt, können wir theoretisch ja direkt dann kann der zweite einspringen. Ah, ja, komm, gib mir. Ein Täuschungsbrot. Nein, zurück. So war das nicht gedacht. Gut, bald wird der auch wieder frei. Hier ist ein Täuscher. Sehr gut, sehr schön. Dort nicht mehr lange, ist er durchgelaufen. Ja, ich bin ein guter Dinge. So, okay. Das ist die falsche Quest. Das ist die mit 30 Arbeitern, die brauche ich auf keinen Fall. Erstmal wieder Leute kaufen, während ich warte. Mehr ausbilden und so, ist nie verkehrt. 6 PR, Wissensubot, ja gut. So, jetzt wird gleich der hier ausfallen. Da dachte ich mir, da braucht es Täuscher. Das Gebiet wird auch bald durch sein, das hier auch, das hier drüben auch. 97, der auch bald. Jetzt kommt dann Afrika wieder dran. Ja, dann sind wir wieder in dieser Schleife drin, um wieder alle PR-Leute nachzubilden. Pero, ja, Pero-Leute. 21 habe ich noch, hier fliegen Tour, glaube ich, gerade nirgends. Das würde gehen. Kampf ist wieder voll ausgebildet. Sehr gut. Wir hatten noch kein Feuer hier. Ich würde gerne, auch wenn es gefährlich ist, mit Ivan direkt hierher gehen, dass ich sofort enttarnen kann. Okay, die Bomben auf den drauf auf jeden Fall. Ein Superkind erleidet eine weitere schmerzhafte Niederlage. Das ist ein guter Tag, aber das sollst du auf der Hut sein. Mit Vergeltung rechnen. Das war vielleicht besiegt, aber die Moral des Champions lässt sich nicht brechen. Bis zum nächsten Mal. Euer sehr freundlich. Sie haben wacker gekämpft. Doch ich, noch atme ich. Ich könnte mich mit noch mehr Bomben zurückkehren und noch mehr Ärger machen. Rieche ich etwa ein Aber? Apero. Der Verlust der Maske ist ein größeres Schmach, die mein Luschard uns antun kann. Geben Sie alle zurück und ich werde verschwinden. Ihnen ist schon klar, dass Sie mir lediglich Zeit geben, um zu überlegen, wie ich Sie für immer von der Plitweg verschwinden lassen kann. Ja, aber Sie geben mir auch Zeit, um mir etwas Neues zu überlegen, wie ich Sie retten kann. Deshalb danke ich Ihnen erneut, mein Freund. Also geht's gar nicht um die Masken. Ich hätte seine auch stehlen sollen. Das wäre es gewesen. Und wir können ihn aktuell nicht weiter behelligen. Ich bin ein Star und bald tot. Ungebetene Gäste gibt's noch. Technische Probleme. Unterweltboss. Wir sind die Roboter. Der alte Mann des Meeres.
Der alte Mann des Meeres, das hört sich wie ein Superagent an, das machen wir gleich. Karl Krusto ist aufgetaucht, seines Zeichens Taucherheld von Ohio. Er will die Meere vor den schlimmen Dingen schützen, die du für den Rest der Welt planst. Erfahre mehr über diese neue Bedrohung und bereite dich auf die Verteidigung gegen Angriffe zu Wasser vor. Haben wir uns schon vorbereitet, alles gut, alles prima. Du musst lernen, wie du Angriffe zu Wasser abwehren kannst, denn da empfiehlt sich das Studium des größten Schreckens der Meere, dem hungrigen Hai. Bad news, Skip. Schlechte Nachrichten, Skipper, mein Karl Krusto zu einem unserer Wachen. Ihr seid in feindliche Gewässer gesegelt. Oh, sind wir doch Karl Krusto, der Taucher, der für Ohio arbeitet. Oh, sie haben letztes Jahr im Alleingang diesen Ölteppich beseitigt. Selbstgefälliges Grinsen. Ja, normalerweise sind Angehörige deines Berufs da sich ganz so entzückt, mich zu sehen. Sie sind ein richtiger Promi, das ist total aufregend. Aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, sie umzulegen. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay. Ja, mal schauen. Wie kann ich das denn am besten machen? Kann ich hier irgendwie? Da oben ist eine Quest. Erstmal hier alles gegenspielen. Das hatte ich ja vorhin schon vorher prophezeit, dass wir hier eine ganze Reihe an Quests bekommen werden. Das läuft noch hier oben. Hier könnte ich Partylöwen kaufen, das brauche ich aber nicht. Partylöwen brauche ich beim besten Willen nicht. Ja, hier drüben könnte ich auf jeden Fall was anderes machen. Kampf-U-Boot geht nicht. Die haben wir gerade nicht zur Verfügung. Weg. Hier nochmal Gegenspionage. Passt so. Hier oben geht jetzt was noch immer nicht. Wann kriege ich denn hier was? Ah, jetzt. Passt. Haben wir auch. Hier ganz unten gibt es auch eine Gegenspionage. Super, das klappt ja wie im Schnürchen. So, hier oben ist was gemacht. Hier ist Enttäuschungsschärge. Täuschung habe ich doch schon, oder? Habe ich vorhin da oben gemacht. Das ist Wissen. Kampf. Der eine fehlt mir. Das heißt, der müsste zwangsläufig Enttäuscher werden. Come on. Neue Quests geben. Sei nicht lästig. Bevor ich das mache, muss ich hier die PR-Leute schnell ausbilden können. Und das geht nur, wenn ich hier noch ein zweites Boot hinstelle und dann den drüben aufgebe, um die Quest zu holen. Come on, come on. Kauft ein paar neue Leute rein. Und mit 72 Leute sind halt echt nicht viel. Echt nicht viel. Kampf-U-Boote. Ich meine, ich könnte den hier abbrechen. Denn der ist bei 75%. Das heißt, den könnten wir hier dafür hinschicken. Bei Kampf, das passt. Dann haben wir das ein bisschen reduziert. Der zweite Kampf ist gerade dem begonnen erst. Vielleicht habe ich ja da mehr Glück, um einen Täuscher zu kriegen. Ich weiß nicht. Osteuropa. Nee, Westeuropa wurde fertig. Das werde ich sicher bekommen mit der Gegenspionage. Da habe ich keine Bedenken. Was ist das denn hier? Am Meeresboden gibt es ganze Goldadern, die bislang niemand fördern konnte. Setz den Nautilus ein, um diese Adern offen zu legen. 4 Meter 6 Inches für 50.000 Gold und 100 Argwohn. Das möchte ich nicht machen. Nee. Ein Kampf-U-Boot hier hinzuschicken macht auch wenig Sinn. Abbrechen. Habe ich in Westeuropa jetzt schon die Möglichkeit, Gegenspionage zu machen? Ja, das geht recht schnell hier im Regelfall. Was brauchen wir denn hier oben dazu? 10 Wächter, das ist ja super einfach. Fange einen Hai ein. War die Quest? Heißt, ich arbeite. Nee, das nicht. Was anderes. Come on. Come on. Hier oben. So, PR und Kampf-U-Boote. Ich krieg nur Kampf-U-Boote. Wenn ich jetzt nochmal Kampf kriege, so schön das auch wäre, muss ich leider zurücksetzen hier. Oder eine andere Quest mal nehmen. Das kann ich nicht, da fehlt mir was. Come on. Ich kann den Hai nicht einfangen, solange ich hier keine Möglichkeit habe, den Argwohn schnell genug zu reduzieren. Also die Leute schnell genug auszubilden. Um das geht's mir eigentlich. Wobei, weißt du was? Wird schon kommen. Wird schon kommen. Mach mal die eine Quest hier. Hier haben wir wieder ein Kampfverbot. Ich mach mal hier die blaue Geschichte mit Berichte zurücksetzen. Ich mach langsam, kriege ich hier Aberglauben, dass es einen Unterschied macht, wie ich zurücksetze.
Ah, mit E kann ich hier einfach weiterschalten. Das war mir auch nicht bewusst. So, hier gibt es wieder 6 PR-Leute. Hier gibt es Wissensboote. Das ist abbrechen, vergiss es. Das sind 2 Täuschungsboote, die mir jetzt fehlen. Das sollte man jetzt natürlich nicht stehen lassen. Was kann ich denn hier bauen? Das ist ein weißes Haibecken. Konstruiere das weiße Haibecken. Das hatte ich vorhin auch gemeint bei dem Superagenten beim letzten Mal. Dass man bei John Steele vielleicht nicht nur das Basisbecken braucht, sondern wirklich auch hier dieses andere Becken. Also dass es hier um den weißen Hai geht und nicht nur um den normalen Hai, das normale Haibecken. Ich würde effektiv und gerne beide Becken hinstellen. Das ist das weiße Haibecken und hier haben wir das normale Haibecken. Ich möchte beide hinstellen. Ob das was bringt? Wir werden sehen. Wissen Support, das bringt schon mal nicht. Kampfverbot bringt es auch nicht so richtig. Ich brauche Gegenspionage. Also Gegenspionage. Täuschungsboote. Das wäre wichtig. Weil sonst kriege ich ein Problem mit der Ausbildung der PR-Leute. Das dauert sonst zu lang. Schergen wurden bezahlt. Es kostet mir jetzt schon eine ganze Stange Geld, hier die Gehälter auszubezahlen, merke ich. Was ist denn hier? Du hast es denn, hey, aber wohin damit? In der Badewanne ist kein Platz für ihn, also lass den Schergen ein Haifischbecken konstruieren. Das haben wir schon gemacht hier. Also in Auftrag gegeben, das sollte bald mal fertig werden. Täuschung super, super, das wollte ich haben. Wenigstens einen. Kampfverbot. Mach mir mal Arbeit, U-Boot. Ja, mach mal Arbeit, U-Boot. Also das ist einfach nur ein Platzhalter. Damit es halt runtergeht. Und mehr geht's hier nicht. So, in Grönland geht's weiter. Hier 3 Diener, reduziere Touristen. Kann ich abbrechen? Ja, der Nachteil ist eben, man muss eben warten, bis da die Quests wieder sich aufgebaut haben, falls sie nicht passen. Und dann eben Stück für Stück wieder einzeln hier das nachzuboxen. Und wieder schauen, okay, passt es jetzt mit dem Schiff oder nicht? Speziell das letzte ist ein bisschen mühsam. Naja, ist immer sehr spannend, sehr geschickt eigentlich, wenn man die ersten 3 verschiedene Boote hat. So, PR-Manager hinschicken für Argwohn, passt. Haben wir geschafft. Hier rein, hier rein. Bei Ohai interessiert man sich für die Haiforschung. Fange eines der ihrer Mitglieder und verhöre es, um mehr über Hai zu erfahren. Nein, bitte was? Achtung, Feuergefahr. Ja, nee, weiß nicht, passt. Mir fehlt auch noch der Erfolg, hier 50 Gegnerunionen zu schießen mit einem Raketenwerfer. Das heißt, ich muss mich hier ein bisschen offensiver hinstellen und draufbomben, wenn ich meinen sehe. Setze mich in Bewegung. Lass mich raten, die Ohai-Agenten wollen von hier oben und nicht von unten. Das würde natürlich auch sinnvoll sein, dass ich von oben komme. Das wäre auch sinnvoll. Und absolut nachvollziehbar, dass sie von hier kommen. Ohai-Agenten müssen ja über die Tauchergeschichte kommen. Ja, oder nicht? Ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren. Von hier scheinen sie ja nicht zu kommen. Ich habe hier keine Markierung. Sind das so Ohai-Agenten? Oh hey, okay, doch, sie kommen von unten. 3 Leute. Soll ich 3? Okay, die 3 nehmen wir gefangen. What next? Ja. What next? Aber Dali! Oh, er ist schon hier. Die Geschwindigkeit ist echt toll für ihn. Bitte geht in die richtige Richtung. Ich überlege schon echt, hier einen Weg durchzumachen. Damit die hier schneller quasi durchkommen könnten. Okay, er kann da nicht hinlaufen. Passt schon. Mit der rechten Maustaste kann ich nämlich auch direkt sagen, ich möchte hier in den Baumodus gehen. Das mache ich echt immer. Und das kann passieren, wenn ich gerade jemanden im Ding und zwar mit rechts kriegt, steuert man die Leute irgendwo hin. Wäre fast ein bisschen eng geworden. Ja, Blumhilda versucht hier Bestes.
Wir könnten natürlich jetzt noch auf Offensive gehen. Mann, bitte mach das Ding hier weg. Ich krieg die Krise, weil ich das sehen muss. Nein. Gibt's ja noch irgendwo Beweismittel, die hier im Weg rumfliegen? Nee. Ich würde gerne probieren, hier reinzugehen, ob den Rakwerfer drauf zu schießen. Jetzt bleiben und den Rakwerfer auspacken. Raus. Nicht stehen bleiben hier. Ah, jetzt. Okay, jetzt wird drauf gebombt. Ja, der Boss wurde attackiert. Müssen wir mit reinhauen? Oh, ne, er wartet lieber. Ja, okay. Wir werden erstmal hier entfernt. Du musst auf jeden Fall weg hier. Chopper. Power. Austin Powers. Macht euch was gefasst. Ja, man sollte das natürlich mit dem Boss nicht machen. Aber ich habe jetzt versucht, mit einer Querfer irgendwie hier ein bisschen noch was zu drehen. War nicht so ganz einfach. Über dem Haifischbecken soll ich die verhören. Ich habe gerade eben das weiße Haifischbecken bekommen. Es ist wahrscheinlich das weiße Haifischbecken, oder? Gibt es eine Teilinfo dazu? Mehr über Haie erfahren. An Agent has been subdued and captured. Ich bin mir recht sicher, dass das weiße Haifischbecken sein wird, nicht das normale Haifischbecken, oder? Ich nehme es mal an. Wobei beides Haie sind, also es müsste ja beides gehen. Nehme ich an. Wir versuchen mit dem weißen Haifischbecken, wenn das nicht zählt, dann weiß ich, okay, es war ein normales Haifischbecken, nicht das weiße. Come on, werd fertig hier. 20, 15, 10 und Ogo Ogo. Bin gespannt, ob das zieht oder nicht zieht. Das ist das weiße Becken, das ist das normale. Ich finde es auch toll, dass mir keine Tooltips hat, wenn ich mal drüber zeige, was das für eine Falle ist. Oder eine lethargische Anzeige, so wie stark das tödlich wäre. Plupp. Denn ich denke, die sehen genau gleich aus. Hat gezählt, das obere nehme ich an. Ja, alles wird gut, alles wird gut, alles wird prima. Alles wird gut. Es hat genau das gleiche Symbol. Ja, letzte rein. Wie viel Power hat das Ding denn noch? Der Status legt gerade auf. Reload, 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 reload. Ach, war sofort wieder bereit, das verstehe ich jetzt nicht. Hat gezählt, schließe Forschung, alles neu macht der Hai ab. Alles neu macht der Hai. Starten. Was genau wollen wir denn jetzt damit erreichen? Lass deine Wissenschaftler gegen den gefangenen Hai untersuchen, um eine Strategie zu entwickeln, die du gegen Karl Christo einsetzen kannst. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Das ist nicht schlecht, das möchte ich mal stehen lassen. Gefällt mir. Hier könnte man auch richtig große Gebiete freischaufeln. Dein Hai wird ständig beobachtet. Lass deine Wissenschaftler die Daten analysieren. Haben wir geschafft. Locke Karl Christo in deinen Unterschlupf. Das sollte kein Problem sein, kann ich hier schon Genforschung, Genspion machen. Erhöhe Touristen, das können wir gerne machen. Karl Christo war eher hier. Er findet, dass wir unseren Planeten falsch betrachten. Es ist keine Landwelt mit Wasser, sondern eine Wasserwelt mit ein paar Landstückchen. Die Menschen machen den Fehler, Wasser für eine Selbstverständlichkeit zu halten. Karl Christo glaubte, dass er die Gewässer... dass er die Gewässer am besten mit Ohio schützen kann. Aber gut zu sein ist nicht immer leicht und die Alltagssorgen haben seinen Idealismus gedämpft. Ja, wir haben ihn mal angelockt. Da hat man gerade eben die Stimme wieder versagt, das Übliche. Er ist in deinem Unterschlupf angekommen und bereit zum Kampf. Zeig ihm, wie sich ein Fisch auf dem Trockenen fühlt.
Wo ist er denn angekommen? Kommt er von hier oben an? Ja, er kommt von hier oben an. Der geht recht schnell runter. Hallo, der war ungenutzt. Sogar er ist verpufft. Du hast einen Widersacher getroffen und besiegt. Es wäre aber töricht zu glauben, dass er damit bereits endgültig geschlagen ist. Ich muss mein Schiff abgeben. Mr. Six, no offense, but considering your reputation. Mr. Cousteau, nehmen Sie es mir nicht übel, aber bei Ihrem Ruf hätte ich eigentlich mit mehr Problemen gerechnet. Ah, ihr junge Leute sollt mal versuchen, mit meinen bescheidenen Mitteln auszukommen. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass Ohai seinen Star-Agenten besser unterstützt. Ach, ich komme schon mit den Runden. Und ich komme auch wieder. Und dann zeige ich es euch. Ganz schön grummelig, der alte Knacker. Aber ich mag ihn irgendwie. Schade, dass es so ein Heldenhandy ist. Oh, schade. Ich bin ein Star und bald tot. Das könnte die Sushi-Lady sein. Auf jeden Fall mache ich erstmal hier Incendio. Den habe ich ja schon mal gehabt. Das sieht nach der reinsten Touristenplage aus. Da es leider keine Touristenkamee gibt, muss das Problem an der Wurzel packen, was auch immer die sein mag. Ungebetene Gäste. Irgendjemand macht weltweit für das Casino Werbung. Die Touristenbuchungen steigen in beängstigendem Maße hoch. Entsende Teams, um die Werbung zu stoppen. Okay. Ich finde das gar nicht schlecht, da kriege ich mehr Geld, ne? Finde ich doch toll. Eigentlich. Wer ist denn hier dafür verantwortlich für diesen Schmarrn? So, Touristenwerbung stoppen. Müssen wir dreimal machen. Einmal in Westafrika, das ist gut. Hier unten steht mal wieder so eine Tussi. Hier können wir eine Gegenspionage machen. Da drüben läuft was in Australien. Techniker passt, schicken wir hin. Und der letzte hier, den ich nicht brauchen kann, ist sie. Locke an. Also ich locke sie mal an, um nicht noch stärkere Agenten zu bekommen. Passt. Ich bin guter Dinge, damit gehen uns ein paar Leute flöten. 13 Söldner sind das, glaube ich, schon. Ne, Wächter, okay, sind die Kleinen. 6 von den Dienern, 8 Arbeiter, 13 Reparaturleute und 6 Wissenschaftler. Okay, Techniker waren die Reparaturleute. Techniker. Sehr gut, sehr schön. So, der erste ist durch. Westafrika. Wie wär's denn, wenn du mir hier Gegenspionage anbietest? Das wäre großartig. Auf die Schnelle, wenn ich. Ja, super. Argwohn entfernen, natürlich. Da bin ich guter Dinge. Hier in Australien geht's gleich weiter. Ich hoffe, dass hier das Richtige reinkommt. Durchgelaufen. So, Peer Manager. Sofort wieder Gegenspionage. Australien ist auch so ein tolles Land, wo das problemlos geht. Die dritten Gäste ablenken. Wobei es dürfte nur ein bisschen mehr Gäste sein. Kriege ich auch mehr Geld rein. Und hier kann ich dann gleich mal den Argon entfernen. Das ist auch super. Genau wie ich geplant hatte. Löse das Problem der Touristenüberfüllung, indem du den Urlaub der Besucher verkürzt. Schick sie nach Hause. Möchte ich das? Die gehen doch ohnehin von selber. Eine Menge Touristen. Ah, die gehören nirgends hin, okay. Können und Entschlossenheit. Ja, vertreibe, was soll ich denn machen? Ein Umnatz oder was? Sehr, sehr strange hier. Okay. Sehr, sehr strange. Ich wundere mich, ich hatte das Mikrofon nicht unabsichtlich gemutet. Ich habe gerade die Nase gereinigt und reinigen müssen.
Ja, schön. Also die werden in den Kreis geschickt. Dachte, die machen wir eine Echtzeit-Demo. Und ich denke, die laufen so von selber weg. Ja, von drei Touristen, die gehen ja so von selber. Also, wenn sie rausgehen, lass sie wieder einer weg. Jetzt sieht aus wie 11. Nee, jetzt sieht er nicht aus. Warum läuft er hier mit einer Skianzugsmütze hier rum? Wie so ein typischer Skifahrer von Österreich irgendwie. Rudelmütze, ganz wichtig. Ja, der kommt das jetzt so nicht durch. Leute. Dieser Gett, das ist ganz schön zugerichtet. Der nächste steht aber schon in den Startlöchern. Ja, da kommt das sowieso nicht durch. So, wir haben 27, sind schon weniger wieder, leider. Ich habe mich schon gefreut, dass hier alles voll ist. Da wäre ja richtig was los gewesen. Ja, das Problem ist halt an den Touristen, wenn ihr Können sinkt, wie jetzt, dann gehen die irgendwann mal. Die können sich nichts mehr leisten zu spielen. Und dann, wenn das Können auf Null ist, dann gehen sie halt. Das heißt, es geht schnell, weil ich so viele Spielanlagen habe hier. So, Vertreibe ist immer relativ, ja. Ich könnte mit dem Feuerhähne einmal reinhalten und dann laufen alle weg, aber das bringt sich. Ich kriege richtig Geld rein. Das ist meine Ehre nicht zu. Leute einfach zu verscheuchen, die bringen gerade richtig Cash rein. Drei PR-Manager hier. Das machen die Soldaten eh von selber. Wenn einmal ein Soldatentrupp reinkommt, dann laufen alle raus. Gar kein Ding. So. Ach komm, Russland ist wieder so ein problematisches Gebiet. Man kriegt die Hälfte, zwei kriegt man keine Gegenspionage dafür. Das hier geht wieder problemlos. Aber hier, doch, da ist was. Sehr hübsch, sehr hübsch. Super. Löse das Problem der Touristenerfüllung. Ja, 11 von 20, das erledigt sich von selber. Einfach ein bisschen warten und dann klappt das. Alles wird gut. Die Frage ist, wen sollte ich dann loswerden? Also ich möchte ja Nummer 4 und Nummer 1. Die brauche ich ja für den Erfolg, weil ja der Junior, glaube ich, für den Eli Barracuda oder Senior benötigt wird. Sonst kriege ich... Ja, die beiden brauche ich sowieso in Kombination. Jube brauche ich auch von Anfang an. Das heißt, ich muss Domhilda oder Flammi loswerden, wobei Flammi setzt meine eigenen Leute in Brand. Domhilda läuft außen rum. Beide nicht so der Brüller. Dann würde ich eher Domhilda, weil sie außen rumläuft, wegnehmen. Oh, so viele Leute, cool. Guck dann, was da hoch. Boah, das ist ja. Das bringt mehr als die ganzen Sachen auf der Weltkarte zu erfolgen. Ist ja voll geil. Schau, wie das hochrasselt. Boah. Ja, Leute, wirf Geld rein. Und dieser Automat ein bodenloses Loch. Denn das wird nie ausgeleert. So. 12 von 20, ja, es geht alles von selber. Nur kein Stress, nur kein Stress. Jetzt kriegen wir alles hin. Bin ein bisschen geistlos verloren gewesen. Auch hier den Argwohn entfernen natürlich. Ja, die Touristenmassen, die vergnügen sich einwandfrei mit diesen Automaten. Die wenigsten gehen hier in den High Society Bereich. Die wenigsten, ein paar wenige. Aber die sind auch hier, Entschlossenheit geht auch schnell runter. Ja, die sind auch nicht so ganz top dabei, also die Werte steigen, sinken permanent. Können ist auf Null. Kann ich hier direkt rausbeten, wird das gehen? Nee. Entschlossenheit auf 30, 24, ja, das geht ganz schön runter. Noch 20, ich glaube, das ist das nächste, der geht. Mit diesem Unterhaltungs- und Spaßbereich, was wollen sie denn machen? Was wollen sie ernsthaft machen? Sie können nichts machen. Das geht ja nicht. Das wird dann nochmal vergrößert, wenn das hier alles weg ist. Wird das ja nochmal vergrößert. Und das hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen schöner gemacht. Und dass wir hier mehr Platz haben.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ein Gebiet wurde wieder frei. Japan. Wir haben natürlich nichts dabei von Interesse. Wenn der nächste das nicht ist, breche ich diesen Plan direkt wieder ab. Also, gegen Spionage, wenn das blau ist, dann wird sofort abgebrochen. Oh, und es ist gegen Spionage Glück gehabt. Okay. Hier wird fast die ganzen Sachen geopfert. Die Aufträge. Ja, ich denke, es war schon eine gute Idee, hier diesen einen offenen Raum mit den Feuerlöschern wegzunehmen. Das war, denke ich, schon eine recht gute Idee. Würde ich hier von der Art her sagen. 90. Wir brauchen fast 300.000 Gold wieder. Kriegen wir aber hin, ne? Ja, das wird mehr. Ja, schaut an, wie da hier die Zahlen aufsteigen. Ist doch voll geil. 15 von 20 Touristen. Brauchst du gar nicht verscheuchen, die gehen von selber. In diesem Labyrinth aus Spielautomaten kannst du nie den Eingang zur Basis finden, außer bist ein Minion. Also du gehörst hierher, sonst nicht. Großartig, gefällt mir. Ihr seht so aus, als wenn ihr nicht echt leben würdet. Die sehen aus, als wenn die irgendwie Robos wären. Okay, die sehen immer so aus. Habe Müll. Warum nimmt er eigentlich den letzten Punkt, den es hier gibt, den letzten Block? Warum eigentlich? Muss man, glaube ich, nicht verstehen. So, noch 5 Gäste. Es werden die Leute schon weniger. Ja, es gibt so gewisse Quests, die sind lästig wie das hier. Das kostet einfach nur Zeit und Nerven. Wenn wir könnten hier problemlos sagen, dass wir ein bisschen größer werden, weil es egal ist, dann hätten wir ein bisschen mehr Luft. Hierhin. Die dahin stellen, hier noch einen, dorthin irgendwo. Den kann ich hier hinstellen, auch super. Ja, hier noch einen hin, für alle Unglücklichen, die da direkt reinlaufen. Hier ein bisschen Zickzack, damit das ein bisschen schöner aussieht. Ja, das lassen wir erstmal offen, die brauche ich später noch, die Gebiete. Für ein paar Buchmacher und so. Ja, ich bin guter Dinge. Alles wird gut, alles wird gut. So, wir bauen hier ein bisschen um. Notfalls können wir hier die Leute zurückschicken wieder, wenn sie es... Gar kein Thema. Alles wird gut, alles wird gut. Agenten sehe ich auch überhaupt keine hier. Komplett auf Null hier. Prima. Großartig. So muss das. Ja, ich bin guter Dinge. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Das Gebiet hier kann man auch ein bisschen größer machen. Hier hoch zum Beispiel. Den kann ich noch ein bisschen erweitern noch. Den noch erweitern. Jetzt ist schon ziemlich egal. Hier unten, das wird auch alles bis unten noch verlängert. Hier wird es interessant, hier wird richtig viel Platz werden. Alles wird gut. Wobei wir werden hier nur ein bisschen umbauen, das war's. Was auch den feindlichen Agenten dann ermöglichen sollte, hier etwas schneller durchzukommen. Was vielleicht auch gar kein Fehler ist. 288 Leute, ein paar Leute kann ich kaufen. Ja, läuft für sie, läuft für sie. So, die laufen hier rüber, versuchen hier alles wegzuräumen. Finde ich vorbildlich. Weiter geht's. Ja, um hier dem Ganzen noch ein bisschen was aufzusetzen, hier noch ein bisschen vergrößern. Hier ebenfalls um ein Feld. Hier können wir auch noch 1-2 freilassen. Hier runtergehen. Super, das wird dann hier auch noch etwas verlängert. Das heißt, wir können dann von oben reingehen bis dann unten hin und hier in der Mitte irgendwie so hoch. Würde ich mal sagen, das sollte gehen nachher, ja? Dass wir unten hier reinkommen. Können wir gerade auch nicht, aber ja, macht nichts.
Und hier könnte man auch wieder Sachen hinstellen. Was wir natürlich machen könnten, das braucht nur Strom und sonst nichts. Das heißt, hier wäre das gar nicht so schlecht. Oh, hier kann ich nichts hinstellen. Mistig. Ja, auch nicht. Ja, müssen wir dann ein bisschen neu definieren, wenn das weg dann fertig ist. Hier vielleicht einen hin. Da noch einen hin. Hier noch einen hin. Ja, das wird schon passen, wird schon passen. Alles wird gut, alles senkrecht. Hier noch ein paar hinstellen. Ihr könnt da hinten eigentlich noch ein so eine Sitzgelegenheit hin platzieren, wenn das irgendwie geht. Jawohl. Hier eine Sitzgelegenheit, das sieht auch toll aus. Perfekt, so. Das klappt ja dann schon ganz gut. Hier nochmal einen hin, da nochmal. Einfach zwei nebeneinander. Ich möchte hier auf jeden Fall noch ein paar dieser Blümchen hinstellen, damit die Leute hier nicht einfach durchlaufen können. Dann ist ja auch zu. Wieder, dass sie von hier unten kommen müssen. Ja, ich finde das spannend. Sag ich mal, spannend ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, die werden einfach überall abgelenkt. Überall. Die Entschlossenheit sinkt auch ohne Ende. Bisschen größer gebaut jetzt. Auch nicht schlecht. Könnten wir hier vielleicht noch einen reinstellen? Jawohl. Hier könnten wir einen reinstellen. Noch so Sitzgelegenheit. Hier noch einen hin. Sieht doch toll aus. Das ist der Bereich komplett frei. Wer seid ihr denn? Untersuche mysteriöse Diener. Den möchte ich auf jeden Fall gerne hier erstmal mitnehmen. Der mit Entschlossenheit, Kompetenz durchschnittlich, ein typischer Weltverbesserer. Das ist ein Anzeichen, dass das hier ein Feind ist. Geheimnisvoller Diener. Hey, diese Scherke arbeitet doch gar nicht für dich. Finde heraus, was er hier macht. Sehr hübsch. Geht hier einer? Den bitte einsperren. Ja, so klappt das halt nicht. Okay, ich bin kaputtgeschlagen hier. Das sollte sie problemlos hinkriegen gegen den normalen Diener. Sollte sie das problemlos schaffen. Nicht schlecht. Mysteriöse Diener. Ungefähr in diesem Range wird sie natürlich auch andere Gegner entdecken. So, die Männer reinhauen. 250, okay, ein Lebenspunkt verliert sie. Durch die regulären kleinen Gegner hier. Ja, das habe ich gedacht gehabt, dass es klappt. Prima. Vielleicht können wir ja noch mit Jube ein bisschen unterstützen. Ran teleportieren und dann hier drauf sammeln. Nach Jube sollte das problemlos können. So, alles wird gut. Eine Leiche. Das war nicht so gut. So, die werden alle abtransportiert. Leute, was macht ihr hier? Falscher Auftrag geben und so. Das war ja nicht so gedacht. Nee. A scheme has succeeded. So, die werden erstmal abgeführt. Na, außen. Was haben wir hier? Pair-Manager ist super. Die kann ich gleich mit investieren mit etwas Glück. Ja, nicht immer, wenn wir öfter. So, der mittlere Osten. Hier gibt es gerade nicht viel zu tun. Abbrechen. Hier nochmal Partylöwen, die kann ich abbrechen. Die brauche ich nicht, auf keinen Fall. Noch ein Partylöwen abbrechen, weg damit. Hier gibt es Gegenspionage. Perfekto. So, diese beiden noch. Diese beiden Gebiete wären praktisch. Pair, perfekt. Hier noch ein Pair rein und dann ist alles wieder sicher. Untersuche mysteriöse Diener im Unterschlupf. Pair-Manager passt.
We've got a new prisoner. Jetzt beschweren sich die Touristen aber eher darüber, vorher die Touristenflut, und jetzt beschweren sie sich, dass sie von ungehobelten Hotelangestellten belästigt werden. Doch die arbeiten gar nicht für dich. Verhöre einen und finde heraus, wer sie geschickt hat. Einen? Ich habe drei. Kann an der Schwierigkeit liegen, dass man hier mehr machen muss. Aber das ist ja jetzt kein Problem in der Hinsicht. Eskortiere einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, an dem Bericht soll es auch nicht scheitern, wie wir wissen. Alles wird gut. Alles wird gut. Klong, 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 klong. Verhören bitte. Incendio, ich hätte es mir denken können. Sie haben die Touristen und die sogenannten Diener geschickt. Das ist alles Ihre Schuld. Ich musste doch dafür sorgen, dass ein großes Publikum Zeuge Ihrer Demütigung wird. Sie hatten mich eingesperrt. So etwas vergesse ich nicht. Ein zweitklassiger Hotelboss versucht mich zu stürzen. Den Film habe ich schon gesehen und er ist überbewertet. Ja, bald wird die ganze Welt wissen, dass ich Sie mit Ihren eigenen Waffen geschlagen habe. Besiege Incendio in deinem Unterschlupf. Incendio ist anscheinend gut darin, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Er ist stur, aber das kannst du auch sein. Bring ihn noch ein paar Mal um dir eine Atempause zu verschaffen. Her hier. Kaputt machen. Wer bist du? Notweltboss. Windschritt, hierhin bitte. Pack! Flo! Ja, das wird dir nicht so gut tun. Sieg Incendio nochmal, der Unterschlupf. Tötet diese Person! Ganz schön heiß hier drin. Hey, Alter, hier ist richtig kühl eigentlich. Ich weiß nicht, was du hast, aber... Er sollte jetzt natürlich jetzt nicht verpuffen. Windschritt, geht doch mal. Super. Hier. Oh, er hat ihn kaputt geschlagen. Du da, geh hier rüber. Er muss den treffen. Sie hat noch 4 Striche Leben, es geht. Wir könnten doch mal schneidende Stimme machen. Umgeworfen, sehr gut. Okay, er macht einen Punkt Schaden bei ihr. Ach, sie hat eine Tonangel hier als Schlagwaffe. Das ist ja gemein. Ja. Incendio. Kaputt machen. Unterweltboss. Puff. 20, 4 Treffer, 3, 2, 1 und Bam. Schließ das Forschungsprojekt der Kartentricks ab. Bei Incendios letztem Tod ist ein Päckchen Karten aus seiner Tasche gefallen. Erforsche es, um all seine Illusionen zu schauen. Wie gemein. Die Zauber eines Tricks sollte man nie direkt sehen können. Das ist sehr, sehr gemein. So, weiter geht's. So, bevor wir Incendio diesen Todesstoß versetzen, werden wir noch einmal schnell versuchen, hier noch das richtige Boot zu kriegen. Natürlich nicht. Bestätigen. Und bevor es weitergeht, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Incendio in unsere Base reinzukriegen. Ja, wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen hoch. Einen Kommentar unten reinschreiben, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mike.